Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2. In der letzten Folge ist hier wahnsinnig viel passiert. Ihr seht es, wir haben das Kinderzimmer schön gemacht und haben einen Wickeltisch, ein Bett und in diesem Bett auch das dazugehörende Baby. Unseren lieben Manuel Müller. Finde ich super. Also wirklich, der ist ja ganz goldig. So, Elise ist hundemüde, die habe ich jetzt mal ins Bett gepackt. Dann wollen wir mal gucken, ob die ein bisschen schlafen kann. Aber, ich würde sagen, da schreit gerade einer. Ja gut, da muss jetzt der Papa mal rankommen. Papa, du musst dich kümmern. Hol mal den kleinen Manuel raus. Schau mal, du hast Nachwuchs. Freust dich ja auch drüber, ne? Deine Frau braucht nach der Schwangerschaft der Anstrengung und allem echt mal ein bisschen Ruhe. Oh, ja, hallo, wer bist denn du? Kenn ich dich? Oh, nee, nee. Nee, komm, wickel den mal. Ich hoffe, du hast nicht gerade Angst davor, ihn zu wickeln. Nee, kein Thema. So ist brav. Juhu. Ja, so lernt man den Papa auch kennen, ne? Gleich mal die Hosen gewickelt. Die Windel gewechselt. Ja. Juhu. So, und dann müssen wir den natürlich mal knuddeln und mit ihm spielen und ihn nochmal knuddeln. Du musst den armen Kerl ja auch mal kennenlernen hier, ne? Oh, oh, der Nübel. Ist so goldig, so süß. Kotz ihn bloß nicht voll. Na, oh, süß. Würde der Uber Nöbel tschüss? Ja. Nöbel. Tschüss. Ach, ist das fein. Ja. So, da er noch so super grün ist, gehe ich davon aus, Hunger hat er gerade nicht, also darf das Baby wieder ins Bettchen. Hey, Pudel. Ja, gell? Ihr kennt euch jetzt auch schon ein bisschen. Ich habe. Ja. Gut, dann gehst du mal bitte benutzen und säubern und duschen. Und Baby schläft jetzt auch, genau. Das war einfach nur die Windel, aber dazu kam die liebe Mama nicht mehr. Weil Mama fertig mit den Nerven, ne? Hat Baby gekriegt und alles und ja. Ich hoffe, dass unser Felix heute befördert wird, weil es sieht sehr gut aus. Also die Leiste hier ist voll. Und ja, ne? Was hat er denn jetzt am Wünschen? Immer die gleichen will er anrufen. Wie wäre es denn, wenn du mal lieber deine Eltern anrufst und denen berichtest, dass sie Oma und Opa geworden sind? Das wäre doch jetzt mal eine Maßnahme, oder? Ja, müssen wir mal gucken. Wie viel Uhr haben wir mittags schon? Ja gut, auf jeden Fall kannst du dann mal... Ach, ans Telefon gehen. Ach du Schande. Wie, schon wieder so... Heieieiei. Och, ehrlich? So, zieh dir mal was an und dann geh mal bitte antworten. Jetzt ruft's nicht mehr an, okay. Nein, nicht schon wieder daddeln. Du hast nur eine knappe Stunde, dann musst du schon wieder auf Arbeit. Hungermäßig geht's bei ihm ja eigentlich, ne? Ei, komm, dann kannst du aber wenigstens mal hier ein bisschen das wegwerfen. Wo ist denn diese Zeitung hin? Da. Jetzt haben wir ja die Mülltonne wieder richtig rumgestellt, das sollte also funktionieren. Ja. Genau, mach du mal ein bisschen Ordnung. Und vielleicht kannst du noch was trinken. Ja, komm, trink noch einen Schluck Saft. Das ist auch in Ordnung. So, Elise. Ja, bei dir müssen wir jetzt gucken. Das Baby wacht bestimmt auch bald wieder auf.
Eieieiei. Jo, komm, dann steh mal auf. Umziehen, Alltagskleidung. Und mach dir was zu essen, bevor du nämlich hier verhungerst. Zum Mittagessen, TV-Snack. So, und du kannst auf Arbeit gehen. Ach ja. Nicht dahin stellen. Oh, na egal. Tschüss. Viel Glück für die Beförderung. Ja. Ja, ich weiß, du hast Hunger. Sekunde noch und dann ist es fertig. Da. Genau. Etwas Warmes braucht der Mensch. Dann ess mal schön. Ich gehe oben nach dem Baby gucken. Das schläft Gott sei Dank noch. Da hast du vielleicht ein paar Minuten Ruhe zum Essen. Aber wir müssen hier beobachten. Es hat aufgehört zu schlafen. Ja, solange es nicht schreit, ist ja alles in Ordnung. Na? Okay. Wow. Ah, sie geht schon automatisch. Okay. Gute Mama. Gute Mama. Was hast du denn vor? Kind tragen. Ja, Kind hat bestimmt jetzt auch mal Hunger, ne? Ja, hallo, warte mal. Ach, na gut, dann macht er das hinterher. Ach, wie schön. Ja. Sommerstuga. Ja. Schau mal. Lecker, lecker, lecker. Widiomana. Elise hat sich einen Tag bezahlten Urlaub genommen. Ja, Resturlaub 2 Tage. Sehr schön. Dann knuddel ihn mal. Das ist ein Bäuerchen. Ja, Bäuerchen. Und nochmal knuddeln. Macht so einen Spaß. Spielen ist immer riskant, da wird man voll gekotzt. Die beiden haben Ähnlichkeiten miteinander, würde ich sagen. Mahlzeit. Na, da war's doch, das Bäuerchen. So, jetzt ist die Frage. Sie hat noch Hunger und muss mal auf Toilette und all sowas. Dann räumen wir mal auf. Gucken wir mal, wo sie das Kind hinlegt. Okay. Aufräumen. Oh, der Mülleimer ist auch schon ziemlich voll. Sie brauchte nichts mehr. Wie ist die Pfannkuchen? Also, sie will frühstücken hier. Okay, säubern, benutzen. Dann kannst du hier vielleicht mal duschen. Ja, und wie wäre es denn, wenn wir mal Oma und Opa her einladen, ha? Dass die ihr Enkelchen kennenlernen? Ich fände das eine gute Idee. Anrufen. Sip. Die kennt doch die Sonja auch schon einigermaßen, oder? Wie war das? Ja, doch, das sollte also eigentlich funktionieren. Denke ich mal. Und wenn sich mit der Schwiegermama noch ein bisschen besser anfreundet, ist das sowieso gut. Ja. Und man muss den Manuel einfach vorstellen. Das geht so nicht, ne? So ein tolles Baby, das kann man den Großeltern nicht vorenthalten. Ja. Bah, genau. Ach, herrlich. Da liegt er. Ja. Ja, deine Mama kommt gleich wieder. Einen Moment. Du lädst die Sonja ein. Da ist sie. Einladen.
Ach, sie kann jetzt nur die Sonja. Ach stimmt, das ist noch nicht da. Das Addon ist noch nicht da. Kann ich einen Freund mitbringen? Ja, bring mit. Bring immer mit. Das ist okay. Mitbringen und ja. Wir knuddeln so lang den lieben Manuel. Ja. Müssen wir mal gucken, ne? Ja. Ja, geht's dem gut? Wo willst du denn hin mit ihm? Ja, genau. Und nochmal knuddeln. Ah, Moment. Wen hat sie mitgebracht? Wer ist das? Aurora Weg Werner. Ah, ich hätte jetzt eher drauf getippt, dass du netterweise deinen Mann mitbringst. Naja, ist egal. Kann man den Baby geben an die Oma? Ja, aber begrüßen kann man sie. Okay, begrüß mal die Oma. Leg das Baby hin und begrüß die Oma. Hi, hallo. Ja. Hi. Ah, gibt schon Küsschen zur Begrüßung. Ui, und sie wird bewundert. Und dann erzähl mal von der Geburt und allem. Na, hallo. Reden, tratschen. Unterhalten. Witz erzählen. Tragen. Ist die andere jetzt hier einfach rein tatsächlich? Das haben wir aber eigentlich gar nicht begrüßt, oder? Na egal. So, komm rein. Ich muss dir unbedingt jemanden vorstellen. Guck mal. Nimm mal das Kind. Pop, pop. Und... Moment. Den Zustreich spielen vorstellen. Kann man den nicht weitergeben? Wieso Vorschläge? Einziehen, um Gottes Willen, nee. Über Nacht zu bleiben auch nicht, nee. Irgendwie ging das doch mal, oder ist das auch erst ab einem anderen Addon? Ja, dann knuddel ihn mal. Und vielleicht steht das hier. Manuel geben an. Jetzt bin ich gerade überfragt. Wie kriege ich denn das arme Baby zur Oma? Manuel absetzen, spielen, knuddeln. Okay. Und die Oma? Ah, das geht gar nicht. Ach, schade. Okay, doch, sie könnte überreden zu. Reden mit, unterhalten. Manuel unterhalten. Hihi, das wäre doch mal was. Ich weiß nicht, wie das dann aussieht, aber das macht ja nichts. Probier das mal. Ob das geht. Überrede sie mal. Ja, du darfst dich mal ums Kindchen kümmern. So, und was macht sie jetzt? Ja, nix. Ach, ist das doof. Dass sie das nicht abgeben kann, verstehe ich nicht. Also normal geht das. Na gut, vielleicht hängt das wirklich wieder mit einem anderen Addon zusammen, wo ich nicht weiß. Wie gesagt, ich habe die ja früher kreuz und quer durch die Gegend gehabt. Ich merke jetzt erst diese Unterschiede. Na gut, dann knuddel ihn nochmal. Und dann... Ja. Mahlzeit. Legen einfach wieder irgendwo hin. Vielleicht nimmt ihn sich auch irgendwie mal jemand. Hauptsache, sie fallen nicht über ihn. Ja, pass auf, dass er nicht totgetreten wird. Und dann heißt es eigentlich, gute Frau, mach mal was zu essen. Ne? Abendessen servieren. Wie wär's mit Spaghetti? Heute gibt's Spaghetti. Na, Sonja, willst du nicht mal gucken, was du für einen goldigen Enkel hast?
Das ist so uninteressant. Pech. Das ist echt dumm. Ja, du musst nicht weinen und denen die Finger hacken. Mit dieser Aurora, oder wie die heißt, haben wir noch nicht ein Wort gesprochen. Die sitzt brav da und guckt Fernsehen. Ah, na gut, was soll's. Sind sie denn jetzt wenigstens befreundet, die Sonja und sie? Ja, also auch wieder ein Freund dazugekriegt. Perfekt. Aha. Ja. Und da geht... Oh. Oh, 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 oh. Koch mal ein bisschen schneller fertig. Gut. Und dann heißt es erstmal hier Baby spielen. Und hier Windel wechseln. Ja, habe ich mir doch gedacht. Deswegen ist unser Bäumchen hier am Leuchten. Die Leute gehen einfach hoch, klauen uns die Simeons vom Baum und die kommen ja nicht auf die Idee, mal zu gießen, oder? So, wo bist du denn? Ach so, du hast gerade mit deinem Sohnemann gespielt. Gut. Ja, geh mal hoch. Der Windelwechsel. Guckt mal, was der für grüne Wolken hat. Und ich glaube, danach können wir ihn auch ohne Sorge ins Bett packen. Glaube ich. Ui. Ja, jetzt geht's ihm wieder gut. Dann knuddel ihn noch und dann legst du schlafen. Juhu! Das wollte ich doch noch haben. Und unser lieber Felix. Wow, da ist er. Wurde befördert zu Küchenchef. Aufgrund deiner beeindruckenden Kreativität wurdest du mit der Zusammenstellung des Menüs beauftragt. Ein Traum ist für dich in Erfüllung gegangen, aber du strebst immer noch nach Höherem. Arbeite hart, um dir deinen größten Wunsch, Restaurantbesitzer zu werden, endlich zu erfüllen. Werden wir machen. So, jetzt muss er von 9 bis 15 Uhr arbeiten, hat heute 1.208 Simeons verdient und einen Bonus von 2.416 Simeons bekommen. Ach, ist das nicht herrlich, hä? Und dann kann er doch direkt mal seine Mama begrüßen. Er soll Aurora vorstellen. Kennst du die? Na, keine Ahnung, hier. Unterhalte die mal. Tratsch mal mit ihr und spiel mit ihr. Erzähl ihr einen Witz. Ja. Und während der liebe Felix das tut, was braucht er denn als nächsten? Wow. Jetzt muss er ganz viel kochen lernen. Logik und Krea. Hm? Während er damit beschäftigt ist, darf dann die liebe Elise hier mal das Essen servieren. Wenn sie den Kleinen ins Bett gebracht hat. Und dann mache ich auch den Break, weil dann meine Zeit schon wieder um ist. Ja, leg den Kleinen ab. Gute Nacht, Manuel. Schlaf schön. Na, schläft er auch? Ja. Das dachte ich mir. Ja, ich komme ja, ich mache ja schon. Sorry, dass das Baby Vorrang hat. Ne? Aber jetzt sind alle da, jetzt kann man auch schön zusammen Abendessen. Da macht das Ganze auch wieder Spaß. Gott, wie die Sonja am Lachen ist. Ja. Zum Essen rufen alle. Ja, komm du bitte auf. Und da machen Minibar. Wir dann nämlich Ende Pause und überhaupt. Da, ein trächtiges Beisammensein, die liebe Familie feiert die Geburt von Manuel. Ne? Und mit diesem Bild verabschiede ich mich dann bei euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich denke mal, in der nächsten Folge werde ich wohl mal wieder bei Lukas und Sonja einen Abstecher machen, dass wir die zwei Alten auch mal wieder besuchen. Ja. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.